Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Dr. Christoph Lukas. Ich bin leitender Orthopäde im Reha-Zentrum Hess in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg und möchte mit diesem Kanal ein bisschen was zum Thema Rehabilitation erzählen, Wissenslücken schließen und den Patienten eine möglichst optimale Therapie ermöglichen. Ja, heute wollte ich mich einmal der Frage widmen, was wird in der Rehabilitation eigentlich gemacht? Was stellen wir hier mit unseren Patienten an? Wichtig, Rehabilitation ist nicht gleich Krankengymnastik. Es geht nicht darum, nur ein bisschen Physiotherapie zu machen. Die Indikation für die Reha ist auch genau dann gegeben, wenn die normalen Heilmittel nicht ausreichen. Das heißt, wenn Krankengymnastik alleine nicht zum Erfolg geführt hat, nicht zur Besserung geführt hat, dann kommt die Reha und da wird eben dann intensiver behandelt, multimodal behandelt, nicht nur Physiotherapie, sondern auch andere Sachen, wo ich dann gleich drauf komme. Und auch sehr wichtig ist, Rehabilitation heißt nicht, dass hier Diagnostik durchgeführt wird. Ich habe sehr oft Reha-Patienten, wo dann bei den Erwartungen in unserem Vorabfragebogen drin steht, dass man mir endlich sagt, was ich habe. Ziel der Reha ist die Behandlung von bekannten Problemen. Es geht eigentlich nicht darum, herauszufinden, was los ist, auch wenn wir das immer mal wieder machen. Aber eigentlich soll vorab die Diagnostik abgeschlossen sein und damit auch die Behandlungssicherheit gegeben sein, weil wenn wir nicht wissen, ob vielleicht ein Knochen gebrochen ist, übertrieben gesagt, dann können wir auch nicht sicher behandeln. Was wird jetzt in der Rehabilitation gemacht? Von den Rahmenbedingungen, es wird 4 bis 6 Stunden pro Tag behandelt. Also es ist beileibe nicht eine 24-Stunden-Therapie. 4 bis 6 Stunden, das reicht auch normalerweise, um die Patienten ausreichend müde zu machen, dass sie sich danach erstmal erholen. Das Erste bei der Rehabilitation ist immer der Arztbesuch, dass jemand draufschaut, guckt, ist die Reha-Indikation gegeben, ist die Reha-Fähigkeit gegeben und welche Therapien braucht der Patient. Dann haben wir die verschiedenen therapeutischen Disziplinen, also Physiotherapie, Ergotherapie oder in der Neurologie häufig auch die Logopädie, wenn jemand Sprachstörungen hat nach einem Schlaganfall. Diese Therapeuten machen dann Einzeltherapien mit den Patienten. Physikalische Maßnahmen als Ergänzung, also Kälte, Wärme, Fango, Massagen, Lymphdrainagen, all diese ganzen Sachen, um die Probleme besser in den Griff zu bekommen. Es geht aber auch viel um Schulungsmaßnahmen, dass man zum Beispiel eine Rückenschule macht, den Patienten beibringt, wie man im Alltag rückengerecht hebt oder wie man einen Büroarbeitsplatz einrichten sollte, um dann rückenschonend dran arbeiten zu können. Und dann ein großer Teil ist auch die Eigenbeübung. Da sind sie dann als Patient selber gefordert, dass man Gerätetraining mit ihnen macht, Gruppengymnastik und auch einfach Übungen zeigt, die sie später dann in Eigenregie weitermachen können. Und dann ist es bei den berufstätigen Patienten, die über die Rentenversicherung kommen, inzwischen so, dass ein großer Teil der Rehabilitation, der Therapie arbeitsplatzbezogen gestaltet werden soll. Das heißt, dass man schaut, wie sieht der Arbeitsplatz aus, welche Anforderungen an den Patienten sind gegeben, wo sind Probleme mit seinem Krankheitsbild und wie kann man da eventuell gezielt Muskulatur für diese Tätigkeiten auftrainieren oder wo kann man eventuell den Arbeitsplatz mit kleinen Maßnahmen anpassen, um das wieder möglich zu machen, dass der Patient weiterarbeitet. Also es ist sehr, sehr viel arbeitsbezogen inzwischen. Deswegen sind auch Sozialberater mit an Bord, die dann, wenn das irgendwo sich zeigt, es geht nicht, gucken können, was kann man eventuell mit Grad der Behinderung oder mit Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben oder ähnlichen Maßnahmen machen. Was diese Begriffe alles bedeuten, kommt noch in späteren Videos. Wichtig ist auch, ein Auftrag von uns, von der Rehabilitation über die Rentenversicherung, ist am Schluss die sozialmedizinische Beurteilung. Es gibt einen Leitsatz, Reha vor Rente. Das heißt, wenn ein Patient meint, er braucht eine Erwerbsunfähigkeitsrente oder der Arzt, der Niedergelassene, meint das, dann wird üblicherweise vorher eine Reha gemacht, dass man mit dem intensiveren Kennenlernen über 3 Wochen in der Reha mit der intensiven Therapie besser beurteilen kann, was geht, was geht nicht. Und dann muss man eben am Schluss das genau aufdröseln. Kann der Patient seinen letzten Job noch machen? Gibt es Einschränkungen? Kann er überhaupt noch arbeiten oder kann er nicht mehr arbeiten? Das ist genau alles aufgeschlüsselt. Und zwar so, dass das ganze Gutachtencharakter hat und auch vor dem Sozialgericht Bestand haben sollte. Also wichtig, die Reha ist insgesamt multimodal. Wir machen nicht nur Krankengymnastik, wir machen keine Diagnostik, sondern probieren einfach mit möglichst vielen Disziplinen, auch Psychologen, die hatte ich noch gar nicht erwähnt,
probieren mit vielen Disziplinen den Patienten mit seinen Problemen zu helfen und es wird mehr und mehr, vor allem über die Rentenversicherung, einfach auch Arbeitsplatz bezogen. Ja, wenn euch der Kanal gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Like. Wenn Fragen sind, nutzt die Kommentarfunktion, nutzt die hier angegebenen Kontaktdaten, kann ich mich gerne melden und Fragen beantworten. Und ich hoffe, wir sehen uns bei den anderen Videos.